Niedersachsen. Helden des Alltags. Adendorf ist in Bewegung. Denn einmal in der Woche trifft sich die Walking-Gruppe am Rathausplatz. Vor dem Laufen stehen aber erstmal Aufwärmübungen auf dem Programm. Übungsleiterin Hildelis Stephan hat die Gruppe gegründet. Das Ziel ist, dass sie weiterhin selbstständig in ihrem Haus und Garten und Wohnung leben können, sich täglich bewegen und diese Alltagsbewegung wie Sturzprophylaxe oder Standfestigkeit, die üben wir ganz besonders. Man hat festgestellt, Menschen, die sich täglich bewegen, dass sie den Alltag viel besser selbst hinbekommen, lange alleine zu Hause wohnen können oder mit Partner oder mit Enkelkindern und Familie. Wichtig ist, dass jeder für sich selber was tut und sich dadurch fit hält. Und das tun die Adendorfer, und zwar bei jedem Wetter. Die haben alle jetzt optimale Bekleidung, auch Regenjacken und alles. Und das ist schon ganz wichtig, das ist ja auch die Sturzprophylaxe, dass sie wirklich nicht stürzen. Und trotz des Regens, Spaß macht es allen, die dabei sind. Ich bin vor 4,5 Jahren hier nach Adendorf gekommen und da suchte ich nach sportlichen Betätigungen und bin auf diese Gruppe gestoßen. Und das macht einfach Spaß. Sie sind alle fröhlich, nett. Für meinen ganzen Körper. Ich merke das. Ich muss einmal laufen, muss ich. Nicht laufen, aber gehen, ne? Das brauche ich. Und ich brauche auch die Geselligkeit. Ja, wir kommen in jedes Wetter. Ob das schneit jetzt oder regnet oder die Sonne scheint, immer sind wir da. Morgens um 10 Uhr, das dauert eine Stunde bis 11 Uhr. Ja, und nach dem Läufen, dann gehen wir wieder nach Hause.